Welt und willkommen zum ersten Folge des Varo Trainings. Mit dabei haben wir meinen Partner Atix oder auch Tariax. Ja, lieber Tariax, weil ich weiß nicht, ja, was in meinem Kopf davor ging, als ich das gemacht habe. Ja, natürlich, ich weiß keiner von euch von dem Varo, und zwar startet morgen um 19 Uhr für mich Paradox ein Varo, wo wir natürlich mitmachen. Es ist ein Varo mit 38 bis 40 Leuten und was ich, worauf ich mich schon ein bisschen freue, Fox und Lom macht mit, aber die werden rausfliegen. Jetzt schon. Ja, wir sind Hashtag Blutmaul bisher, aber das kann sich mal ändern. Oder Hashtag Fressepulli. Oder Hashtag Fressepulli hat sowas in der Art. Hashtag Blutfresse. Oh Gott, das geht bei mir so scheiße geordnet. Warte mal ganz kurz. Oh Gott, wie ist das denn geordnet? Geppel, danach kommt Wasserheim und dann Lavaheim und dann die Pearl. Bei mir ist das richtig scheiße geordnet. Ach du Scheiße, komm ich gar nicht klar. Jetzt geht's weiter. Lol. Ich bin erstmal noch weg. Leute, wir hoffen, das wird besser als in Solaro. In Solaro 2 war es ja nicht so gut. Da habe ich zwar auch ein paar Kills gemacht, aber das ist ja Erdbeere direkt als mein Partner erst voll gefragt. Und ich habe dann noch irgendwie gegen den Owner, also den Varo Anstalter, noch einen Kampf gemacht, gewonnen. Danach habe ich noch so einen Pinkplay-Typ ausgegangen, wie ist er Vitarox. Lol. Wie das auch aussah gerade bei mir, als ob du so über mich drüber geflogen bist. Links, links in seiner Beschreibung könnt ihr dann auch natürlich seine Folgen sehen. Das ist mein zweites großes Varo, ich mit Aufnahmepflicht spiele. Das ist wirklich Aufnahmepflicht, das ist mein erstes war ja Solaro 2. Ich hab Hex an, sorry. Oh Gott, die Pflanzen haben dich gerade so gerettet. Die schützen dich übel. Jetzt sehe ich erst, dass das für ein Kit ist. Das ist von Venicraft, das war auf hier Inventar. Sehe ich jetzt erst. Gott. Da habe ich schon zu den Fox und Louis und Lore gesagt, ich weigere mich mit dem zu Team. Ich habe auch gesagt, dass ich mit dir weigere, aber ich habe mir das noch überlegt. Warum? Auch wegen gestern, was auch so ein bisschen gezickt haben, weißt schon, was ich meine. Egal. Naja, Mann, du bist besser als Yodo. Yodo kann nichts im PvP. Okay, er rasiert mich manchmal, aber das ist mir egal. Trotzdem, der spielt untaktisch und dumm. Ich erinnere nur, Leute, ich erinnere euch nur an. Ja. Ich erinnere euch nur an Brudare 2, wenn er da mitgekriegt hat oder das nochmal guckt, wie er da gespielt hat, dann wisst ihr, wie er auch im richtigen spielen würde. Und so würde ich mit ihm nicht spielen. Der Paras würde wenigstens noch taktischer spielen, würde wenigstens auf Ausrüstung zu gehen und nicht wie Yodo einfach rumstellen und einfach wie fight wollen. Nein, ich weiß, was sein Idol ist. Paluten. Genauso macht er das. Ja, das stimmt wieder, Paluten ist genauso. Wobei, ich will von den Spelding, aber ich mag ihn nicht. Also ich mag ihn schon irgendwie, aber. Weiß nicht. Ja, Paluten ist aber noch intelligent. Und sagen, ich meine, er geht auch auf und sowas. Yodo würde nicht auf den Club gehen. Ist ein richtiges Schweinekind. Ah! Der lange Kampf geht, das ist der zweite Kampf bis jetzt und der Kampf geht schon 10 Jahre gefühlt. Oh, du bist nicht schlecht. Übrigens hätte ich versuchen, so viel Action mit Kräften, das heißt, es werden wahrscheinlich sogar viele Kämpfe kommen. Hoffen wir doch mal, dass es viele sind. Also wenn wir das schaffen, dann wäre es mein erstes großes Varo, wo ich nicht mit meinem Partner erstmal zusammen verrecke. Ich hatte bis jetzt jedes Mal irgendwie so groß Varo überlebt, aber ohne meinen Partner. Oder eine Hex. Warte mal, lass mich von hinten zu kommen. Das ist ja wie so eine Klette. Die gehen mir nicht auf die Eier. Hey, du bist wie so eine Klette. Da kannst du schlagen und du bist jetzt immer hinten dran am Arsch. Dass du so ein Seil kleben hab, wo du jetzt so drinnen hängst.
Boah! Kombo. Boah, da hast du den Hit bekommen, mein Freund. Und saftigen. Ja, da war's aus weg. Oh, wir tennen auch nicht. Oh. Okay, einen Fight machen wir noch. Wobei, ja doch. Komm, 2-2. Ja, okay, Leute, dann würde ich was sagen. War's das hier? Und dann mache ich gleich nochmal die zweite Training. Das wird dann ein 2 vs. 2. Wir sehen uns bald. Tschö mit Ö. Tschüss.